Mir habt ihr den richtigen erwischt. Ich weiß auf jeden Fall, wie der Track heißt. Es ist Adventure of Dharma. Die Frage ist überhaupt, was bedeutet das überhaupt? Ich muss den Mike eigentlich schon mal fragen, wie kommt er auf sowas? Damals mit dem Partner Cyberdelics. Und auch das weiß ich nicht, was es heißt. Ich muss vielleicht mal Mike fragen, was das eigentlich bedeutet. Weil früher wird ja immer viel an Titel geschrieben und alles. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was ist Dharma? Von der redet? Nee. Ach halt, warte, das ist doch sein Klingelton auf dem Handy. Keine Ahnung. Klingelton heißt das Ding, oder? Mike S., kennst du Mike S.? Ich so, nee, kenn ich nicht. Ikone, meistverkaufteste Platte. Jetzt bist du dran. Also, komm. Keine Ahnung, ich sag nur eins. Sonntagsmorgens, 9.30 Uhr, Uhr in Frankfurt. Adventures of Dharma. Zing, das nimmt uns keiner weg. Finaltrack, Cyberdelics of Dharma. Stimmt. Adventures of Dharma. Richtig. Knapp und aber was. Also ich habe das allererste Mal gehört beim Tommy im Downtown. Als Demo noch. Und danach ging das mit der Licher Klapp nicht richtig los. Das war aber eine ganze Ecke später. Oh, die war hart. Das kann. Der DJ der Licher Klapp, das war Sven Veth. Das kann sein. Den kenne ich noch aus Zeiten. Die ja, liegen auf einen geh nicht zurück. Drauf ein, geh nicht drauf ein. Ich kenne den auch noch oben ohne. Ich weiß, dass, glaube ich, damals Sven Veth sehr von dem Originaltrack begeistert war. Ich finde Techno gut. Ja, guck mal. Der Heino, der mag Rock. Ja, ich finde Techno gut, ja. Ich habe das Original, glaube ich, tot gespielt damals. In der Rille dürfte nicht mehr viel vorhanden sein vom Vinyl. Mittlerweile habe ich das Ganze nochmal als digitale Copy. Also den Trick habe ich bei Mike S. gehört und das ist ungefähr vor 10 Jahren gewesen und da habe ich auch erfahren, dass er was damit zu tun hat und ja, mit verantwortlich ist. Mein Lehrer ist dafür verantwortlich gewesen. Auf den ist quasi der Mist gewachsen. Mike S. Ist jetzt Lehrer in der Viper School und ja, ein echt cooler Typ. Also mir sagt's nichts. Das ist gar nicht schlimm. Aber ich bin kein Klingelton. Das ist wichtig. So unmixbar. Die eine Platte musste auf plus 8 und die dann auf minus 8 und dann musste trotzdem noch den Plattenspieler tunen, ne? Weil nichts passt. Keine Chance. Deswegen war das eigentlich immer so ein schöner Moment, wenn die Stille kam, ne? Und dann kam Adventures of Dharma, ne?